Oh oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ich bin doch nur zu Besuch. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung? Du bist der Neue. Oder nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich habe es satt mit dir. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich? Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Das habe ich wohl vermasselt. Fang den Frosch. Bestimmt nicht. Es ist okay, wenn man mich für irre hält. Aber diese Spiele sind für Volltrottel. Ich verdächtige Dr. Marcel mit dem Poloschläger im Wäschelift. Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Hier ist noch ein Spiel. Bulettenburg. Hier ist noch ein Spiel. Pandemonium. Es fehlen alle Kissen und Bezüge. Schlaf, Edna, schlaf. Ich werde mit einem Mal so müde. Guck mal, Harvey, ein Sofa. Wie traurig. Du musst mir eins versprechen, Edna. Ja? Schick mich bitte nicht zum Polsterer, wenn mir mal das TFHSE ausgeht. Dir wird das TFHSE niemals ausgehen, kleiner Kumpel. Kaputt. Aber warum ist es dann so hell hier? Das muss in der Grafikkarte liegen. Hallo. Droggelbecher. Ist das dein Name? Droggelbecher. Darf ich da nicht rein? Droggelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Droggelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Thank you.
Ich bin Brachna. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugul. Zufällig weiß ich, dass Brachna mit Fieber im Bett liegt. Warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt, fürwahr. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht am Ziel. Halte durch, Edna. Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Was führt dich zu mir, Kind? Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alumann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigem Skifluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halmer. Ja, aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt. Der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hatte er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben. Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein. Sprechen wir über was anderes.
Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Sprich mit mir, Kunst! Hallo, Edna. Hier spricht die Kunst. Was macht die Kunst Kunst? Kunst du dir das nicht denken? Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass uns dem Gesicht einen Schnurrbart malen. Ach, Harvey. Ein Telefon! Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren! Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Das hatte keinen Effekt. Hallo? Kein Amt. Kein Wunder, der Hörer fehlt. Leer. Ach, da liegt der Hase im Pfeffer. Was? Wo liegt welcher Hase? Das Kabel, du Dummi. Es ist durchtrennt. Darum funktioniert das Telefon nicht mehr. Ach so. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer diesen Hasen in den Pfeffer gelegt hat. Hier ist es hell genug. Von diesem Sofa hat jemand alle Polster entwendet. Hallo, kleiner Vogel. Was bedrückt dich so sehr? Ich will hier raus. Ich kann dich gut verstehen. Nein, ich will nicht schuld sein, wenn niemand mehr zum Telefon findet. Hallo, Schild. Hast du mir was zu sagen? Wende dich rechts, um zum Telefon zu gelangen. Danke, freundliches Schild. Lecker.
Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Hier gabeln sich unsere Wege. Er telefoniert. Hallo? Hallo! Hey! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht! Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren. Weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst, nur weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst, zum Beispiel weil deine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge, dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Ist nicht so wichtig, telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo, bist du noch dran? Hallo. Hey, du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Ich heiße Edna. Angenehm, ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da hinten? Ich betreibe Nock-Forschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert. Und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Ich wusste es! Of course. Er zückte Deno-Menschu-Breeden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar.
Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Doktormchen. In Detmold-Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wiegen. Was haben Sie nur vor? Wollen Sie etwa insgeheim die Polkappen schmelzen? Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und Verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und Verkaufen. Kaufen? Kaufen. Kaufen? Kaufen. Kaufen? Nein. Nicht mehr kaufen. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und Verkaufen. Kaufen? Kaufen. Kaufen? Kaufen. Verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen. Was gibt's Neues in der Flora? Prickelifrum, Prickelifrum. Wie bitte? Ach ja, ich vergesse immer, dass ich gar kein Pflanzisch verstehe. Komm sofort da runter, du hässlicher Kobold! Dein Ungehorsam erbost mich. Ich habe das Bedürfnis, irgendetwas zu zerreißen. Nein, dieser Kobold kommt mir nicht ins Inventar. Ich habe eine Idee. Schon wieder die elektrische Zahnspange? Nein, Stifte mit eingebautem Solarium. Wer schreibt denn heute noch per Hand? Oh, eine Menge Leute. Die sind nur eben alle so blass. Ich werde mir meine eigene Lampe schnitzen. Aber wo bekommen wir das Schnitzel her? Licht essen... Lichtgabeln, Leucht, Spaghetti, Lampe. Puh. Nein, hier ist kein Wortspiel möglich. Wenn dir doch eins einfällt, ruf direkt bei Poki an. 80 11. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Hallo? Hallo! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen! Nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück! Das letzte war der ausschlaggebende Moment, sagst du. Puh, gut, dass ich da nicht abgelenkt war. Kaum auszudenken. Hallo? Hallo! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen?
kaufen. Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Sieh mal, Juppi, es ist ein Junge. Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Oh nein, nicht schon wieder. Das Telefonat. Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig. Ich kann dich einfach nicht leiden sehen. Willst du dein Telefon zurückhaben? Dafür ist es zu spät. Mein Leben ist verwirkt. Oh. Hey, Juppi! Ich hab hier etwas, das dich sicher aufmuntert. Lass mich in Ruhe. Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Haben wir das Richtige getan, Harvey? Na klar, wir sind die Guten. Hier ist noch ein Spiel. My First Teenage Phone Date. Wenn du einen direkteren Draht zum Äther haben willst, dann brauchst du dieses Telefon. Ich glaube nicht. Noch direkter könnte mein Draht kaum sein. Ich habe quasi eine DSL-Standleitung.